Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Movies. Wir haben einen Film fertig gemacht, beziehungsweise ich, aber ist ja auch egal. Ja, und der wird direkt jetzt gedreht. Wir brauchen einen Regisseur. Wer wäre da besser als der Herr Claude Speed? Und ihr beiden, ihr könnt euch in der Zeit ein bisschen unterhalten. Ein bisschen PR machen hier. Ich bin an diesem Ort. Ich bin diesen Ort echt leid. Das nervt! Na dann. Setzt euch doch mal in die Bar. Ich habe nichts gegen meine Begleitung einzuwenden. Super, die trinken jetzt erstmal ein. Toll, so, Wild West Saloon. Horror. Was denn hier? Ach Leute, lasst mich doch mal in Ruhe. Hier, Deko. Deko. Mist. Deko. Und der Film ist fertig geprobt. Die Proben sind abgeschlossen, so rum. Ist das Ding noch repariert? Ja, so. Ach so, sie ist ja in der ersten Szene nicht dabei. Kannst du noch ein bisschen hier, dich entspannen. Meine Gute. Und die Verhältnisse von den beiden werden... Ach, guck mal hier. Die sind total beschwipst. Ich habe gegen meine Begleitung nichts einzuwenden. Der Biggie, der hat eigentlich eine viel tiefere Stimme. Oh yeah, baby. So. Müsste das nicht dunkel sein hier? Naja, vielleicht wird das später gedunkelt. Und Anubis, der mal auf Platz 9 war, muss ins Archiv. Schade. Wenn ihr Wünsche habt noch für andere Filme, wenn ihr Ideen habt, wenn ich noch eine zweite Serie quasi starten soll, dann gebt mir Bescheid. Oder wenn ich noch einen Star erstellen soll, wobei das wäre mir jetzt sehr unlieb, weil ich habe genug. Ich muss mich ja um die alle kümmern und das ist ja ein bisschen... Ach, scheiße. Hier. Redet. Ich mache alles, was ihr wollt. Naja, nicht alles, aber... Was ist denn los? Ist doch alles gut hier. So, sie kommt erst wieder später vor. Kannst noch ein bisschen proben in der Zeit. Und er ist wirklich creepy as shit. Hab richtig Angst vor dem. So, ich brauche ich denn noch? Wie viele Crewmitglieder arbeiten hier eigentlich mittlerweile dran? Immer noch zwei? Ach, es gibt ja noch keinen Tonmann. Ja. Ist ja noch alles hier. Stummfilme und so. Und die nächste Preisverleihung. Naja, die ist. Dann 1930. Wo sind denn meine Leute schon wieder hier hin? Arbeitet! Schreibt meine Romanze. Verkaufe ich doch eh wieder nur. Was habe ich denn hier? Horror, Horror. Der wird mal verkauft. Achso, und die haben wir jetzt fertig hier. Ach, könnt ihr mal sehen. Ich schnapp mir jetzt diesen einen Film hier. Und der wird auch gleich mal hier gedreht. Was denn hier? Wird sich umziehen? Ist doch super. Was habt ihr denn? Mit Mr. Big in der Hauptrolle. Und Michael Zinke. So, auf jeden Fall wird unser Film hier noch fertig werden in der Folge, hoffe ich doch mal. Hier wird's angezeigt. 31. Oktober. Ach, das ist doch gleich. Quasi.
schon die dritte Szene. Das geht richtig flott hier bei uns. So, kann ich denn irgendwas anderes bauen? Bisschen Deko. Was ist denn das hier eigentlich? Große, dünne Straßenlaterne. Ultra-Lag. Und der nächste Film fertig geprobt. Ach, das ist doch super hier. Hallo. Ja, ihr habt's ja nicht weit. Das kriegt ihr auch ohne mich hin. Und hier wird jetzt der Drehort verlagert. Achso, sie hat ja erstmal eine Pause jetzt. Wen brauche ich denn hier? Ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Und die Crew ist schon da. Super. Und die Statistin, mit der kannst du anscheinend nicht reden. Schade. Das sieht auch ein bisschen komisch aus, oder? Was geschieht hier? Er sieht ja richtig cool. Oh, er ist beschwipst bei der Probe. Ja, das sieht ja richtig super aus. Und die sind schon wieder fertig. Alter, sind die mittlerweile schnell hier. Ich überlege gerade, ob ich einen entlasse. So, das verkaufe ich gleich mal wieder. Wäre eigentlich schon ganz lustig, mal einen anderen Film zu machen. Ja. Da kommt nämlich dann andere Musik und so. Ist alles ein bisschen... Weil hier nur noch Horror, das ist ja traurig. Und sind sie schon fertig? Oh, das sieht gut aus. Ich freue mich ja riesig. Nein, die letzte Szene kommt noch. Komm, hier. Beeilt euch. Und er ist fertig mit dem Dreh. Hast du super gemacht, denke ich mal. Kannst erstmal hier dich noch ein bisschen. Nee, entspann dich mal. Ja. Da stört dich keiner. So, warum bin ich denn immer noch letzter hier? Schauen wir mal, wie es vor dem Release aussieht hier. Die haben sogar einen ganzen Stern mehr. Die haben übelst Kohle. Die haben Preise, die haben Filmerfolg und so weiter. Ist natürlich gemein, wenn man am Anfang die Preise nicht gewinnt, sind die Gegner automatisch wieder höher platziert, weil sie Preise haben. Aber man muss ja oben sein, um Preise zu bekommen. Das ist schwierig, schwierig. Und ein neues Paket wurde freigeschaltet. Und, das ist ein abgefahrenes Set. Nein, es ist gar nicht das Set, weil ich dachte, es ist im Prinzip das gleiche, nur mit Dreck. Das soll uns nicht stören. So. Ich baue jetzt erstmal alles, damit wir immer schön up to date sind hier. Denn bei uns gibt es die neuesten Sets und die neuesten was auch immer. Und der nächste Film muss ins Archiv. Oh Mann. Aber dafür stehen wir vor dem großen Release des Blockbusters des Jahres 1927. Schauen wir uns den Film mal an. Der hölzerne 1. Warum? Das Drehbuch hat nur einen Stern. Das verstehe ich nicht. Ich fand mich super. Aber das sieht richtig gut aus. Und die Filmqualität. Neuhaut ausgezeichnet. Und Mann, unser bester Film. Fast schon 2 Sterne. Ist doch genial. Gucken wir ihn uns an. Ich freue mich. Und ich höre jetzt mal auf zu reden, denn ich bleib eh nur noch hängen hier. Ach, jetzt muss ich wieder reden. Der Hölzern 1, warum? Lionhead Movies präsentiert. Eine Flimmerstreifen mit Stil GmbH Produktion. Der Hölzern 1, warum? Mit Feichen von Seifenblase als Gudrun. Ey, was ist mit Herbert? Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Was geschieht hier? Und wo bin ich jetzt in der nächsten Szene auf einmal hin?
Nein, ich werde von einem Weltraum-Western-Banker-Arsch-Amor-Gurgelt. Erwürgt heißt das. Wow, wo bin ich? Was hat es damit auf sich? Sie erfahren es im nächsten Teil von Der Hölzerne. Lasst das erstmal auf euch wirken hier. Das ist richtig harter Tobak. Und er hat 44.000. Alter Schwede, war der teuer. Aber nur gute bis mittlere Kritiken, keine schlechte. Flimmerstreifen mit Stil GmbH hat sich hier selbst übertroffen. Das ist besser als alles, was vorher produziert wurde. Finde ich auch. Und der Film ist auf Platz 1. 11. 1-1. Und Profit, ihr seht, wie dies übelst nach oben rast hier. Ach, das wird uns richtig Kohle bringen, das Teil. Und das nächste Drehbuch ist fertig. Und ich glaube, wir schaffen auch noch den nächsten Film hier in dieser Folge. Das ist doch super. Irgendwann werde ich dann nur noch eigene machen. Wobei die vom Computer erstellten ja irgendwie auch ihren gewissen Charme haben, oder? Ich weiß nicht. Das ist doch alles ganz witzig. So. Was machst du denn gerade hier? Du bist doch gar nicht beschäftigt. Ihr lügt mich an. Geh mal mit deiner Veilchen was trinken. Und du bist der einsame Wolf. Und sie freuen sich. Endlich haben sie ihre Ruhe hier. Was hat denn hier gerade getutet? Ach, die hat das Kostüm immer noch an, die Statistin. Kann die eigentlich proben? Anscheinend ja. Super. Und der nächste Film ist gleich fertig. Ich freue mich total. Und jetzt haben wir gleich 400.000. Achtung. Papapapaum. Die Konkurrenz wird vor uns in die Knie gehen, so wie wir uns hier entwickeln. Dumpa-dumpa-dum. Und der nächste Film ist fertig. Ich schnack nicht lange herum hier. Auf geht's. Blut und Ruhm. Regie Michael Zinke, Mr. Big. Die werden auch besser. Starverhältnis ausgezeichnet. Setzzustand ausgezeichnet. Cool. Und auch der macht einen guten Eindruck. Ja, kann man machen. Super. Blut und Ruhm. Lionhead Movies präsentiert. Eine Flimmerstreifen mit Stil GmbH Produktion. Blut und Ruhm. Mit Mr. Big als P.T. Mole. P.T. Mole ging eines Abends durch die Gassen, als er etwas Schreckliches sah. Praktiker gab Rabatt auf Tiernahrung. Nein! Der Praktikerwitz ist eindeutig zu alt. Naja. Crew, so. Und der war echt billig. Mit ein paar ganz netten Stellen. Ja, der war so lang. Alles, ja, Mr. Big. Ach, alles super hier. So, liebe Freunde, ich beende jetzt so langsam mal meine Session. Das mit dem Reden klappt langsam auch nicht mehr hier. Guck noch kurz, was so auf uns zukommt demnächst. Ob's hier allen gut geht. Komm, ihr geht euch mal weiter besaufen hier. Das ist die Sorte Mensch, mit der ich mich hier gerne abgebe. Und schon wieder ein neues Drehbuch fertig. Ich glaube, ich entlasse wirklich bald mal meinen einen Drehbuchautor, oder? Ich weiß es nicht. Komm, wann kriege ich denn endlich mal mein blödes Labor? Laboreinrichtung, okay. Darauf warte ich schon die ganze Zeit, weil da hat man dann endlich mal diese
Entwicklung, wie schnell man was Neues bekommt in der eigenen Hand, dann geht das auch alles ein bisschen schneller, zieht sich hier nicht so ewig dahin. Hm. Verkaufe ich vielleicht doch mal. Und ich bin auf den dritten Platz vorgesprungen. Na, huch. Das ist doch cool. Oh, ich bin auch fast schon Zweiter. Die sind nur noch... Die haben nur noch mehr Geld als ich. Nicht mehr lange, nicht mehr lange. So viel kann ich euch sagen. Geht zur Toilette, vergiss es. Und mit diesen wunderschönen Herzchen im Bild verabschiede ich mich für diesen Teil. Wir sehen uns bald wieder. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ja. Wenn ihr Wünsche habt zu neuen Filmen, schreibt sie in die Kommentare. Macht's denn mal gut und bis bald.